So, da sind wir wieder. Ja. Du hast mir irgendwas von TikTok geschickt. Habe ich tatsächlich gemacht. Achso, ich weiß vorher, wo die Nachricht herkam. Ich dachte nicht, ich habe eine Nachricht bekommen, aber ja. Ich finde das so komisch. Ich sehe ja jetzt gerade, wie viele Aufrufe manche von den Folgen bekommen. Und ich weiß nicht wieso. Muss erstmal was ziehen, was essen. Wow. Jean hat mich richtig erschreckt. Kelvin liegt da immer noch, aber er scheint nicht tot zu sein. Das will ja nicht spawnen, Ja. Also er lebt irgendwie noch. In dem Sinne, dass er einfach nichts tut. Er ist einfach ein Arbeitsloser, sag ich mal so. Nichts gegen Arbeitslose. Ich war selber mal arbeitslos. Aber ich habe im Endeffekt auch so rumgelegen wie der. jeder war mal arbeitslos. Weißt du warum? Weil Arbeitnehmer nehmen Arbeit weg. Unsere Jobs. Die klauen unseren Steve. Er ist tot. Also ich glaube, der ist immer noch da in dem American Dad. Nee. Ich frage Das ist mich, ob aber ich nicht. jetzt noch unsterblich bin. Habe ich einfach Kelvins Kraft genommen? Was macht eigentlich die hier? Warum kommen die auch immer aus dem Nichts? Die Warum hier? ist diese. Ja, diese Vinie hier? Weiß ich Die nicht. Ich bringe hier Vinie. wieder Holz. Ne? Ich bin ja noch nicht da. Ich habe gedacht, du bist schon da. Ich muss jetzt noch was essen. Hab ich dir auch erzählt. Wollen essen. Das habe ich dir aber erzählt, ne? Muss noch einen kleinen Schmackofatz machen. Schmackofatz. Schmackofatz. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich esse erstmal Cornflakes, eine Packung. Das war ein Schmackofatz. Ich meine, jetzt kannst du das auch noch essen. Jetzt gibt es ja noch keine negativen Stats dafür. Cornflakes zu essen? Was? Ich habe Cornflakes gegessen. Ja. Ja, warum soll es so viele negative Stats geben? Glaubst du im ersten Teil? Von Diabetes davon. Da konntest du dick werden. Ja. Da hat Finde es ich auch eine sogar schön. Auswirkung dann auf deine Ausdauer und so weiter. Bist du schon mal dick in The Forest? Ich nicht. Weil ich habe Forest 1 nicht so viel Ich habe gespielt. mich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch von Pflanzennahrung ernährt, also hatte ich das Problem nicht. Willst du sagen, du warst vegan? Ja. Und das hat mich dann halt einfach noch schneller gemacht als andere Spieler, also ich konnte immer schneller rennen. Das macht Veganismus mit dir, der ist so ziemlich super. Ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Ich hasse auch, dass es so nervig ist mit. Nee, der Weg rausgekattet wird. Wird rausgecuttet. Dass du, wenn du halt so einen Balken direkt in dir setzt, dass es nicht funktioniert, wie es sollte. So, dann, ach, jetzt hat es funktioniert, wie es sollte. Kannst ja auch von hier unten da rein tun, ne? Geht das? Ja. Hätte es mir mal früher sagen können. Du siehst halt diesen weißen Dingens nur manchmal, aber das geht. Und dann? Hier geht das nicht, aus irgendeinem Grund. Da musst du dann draufstehen oder so. Oder so.
Da kriege ich das drauf, bei dem anderen nicht. Ja. Not so yellow from the dieses Ding hier, ne? Elophon. Ja, Elophon Säge. Ist hier noch einer drin? Ich sehe hier hinter nichts. Babys? Schon wieder? Ja, oder immer noch. Kinder existieren. Virginia, kümmere dich mal drum. Ist auch ein Mann mit einer Maske da. Ein Mann mit einer Maske? Ein Magier mit einer Maske würde ich so bezeichnen. Würde ich so Soll ich dir mal meine Maske zeigen? Ja. Wo ist denn der? Hier. Die sind dicke Männer. Die sind eine Gruppe von Freunden. Pass mal auf. Oh, die kämpfen gegeneinander. Virginia macht gerade Pause. Ich habe ihn gerade gegen die Wand hier. Nee, ich habe ihn gewählt. Der hat die gerade niedergeschlagen. Ich dachte, das kann nicht passieren. Können niedergeschlagen werden, die können nicht getötet werden. Aber sterben die nicht dadurch? Was tue ich einfach, oder wie? Wir wissen ja, wie es mit Kelvin gelaufen ist. Der nicht arbeitet. Weiß Fritzsack. Ich bin zwar nicht für Bodyshaming, aber solche Leute, die einfach nur dein Haus attackieren, sind Arschlöcher. Ja. Kopf ab. Kopf ab. Ich nehme immer noch keinen Schaden. Es könnte auch ein Bug sein, weil ich in der einen Stelle da ertrunken bin, aber mir da nichts passiert ist. Keine Ahnung. Sind wir auch keinen Schaden, oder wie? Nö. Und Virginia liegt hier wieder. Weiß nicht wieso. Ihre Waffen benutzen. Die könnt ja mal schießen. Ich hol Holz. Ich glaube, ich muss aber die Zipline jetzt gleich mal umstellen, dass die mehr Wirkung hat. Weil so wie jetzt gerade ist, ist es nicht optimal. Ich muss da wieder nämlich ziemlich laufen, um dort rüber zu kommen. Ich habe gehört, der Logsled kommt wieder. Vielleicht ist der sogar schon jetzt da zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht. Ich habe ja sehr viel auf Vorrat. Wieso sollst du gucken? Die Lok hat wieder da ist. Dein Rezept. Hey. Ungefähr das finden. Zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt. Ach so. Lebe mich doch nicht. Ich habe doch danach direkt gesagt, dass ich schon so viel auf Vorrat aufgenommen habe. Ich dachte, übrigens, Stöcke als Vorrat hast oder so. Wurde im Chat geschrieben? Ich muss den Chat wieder ins Pop-Out holen. Ja, scheinbar wurde im Chat geschrieben. Das sehe ich nicht immer direkt. Ich muss mir, glaube ich, das mal auf eine Stream Deck-Taste nehmen, dass es einfach deinen Chat öffnet. Ich habe das Teil hier ja auch rumliegen, aber ich habe das irgendwie immer auf Aus. Bunny Bunny? Ah. Interessanter Name, Brudi. Ich wurde schon mal auf Twitter beleidigt, weil ich Brudi geschrieben habe. Boah, ich wurde mal auf YouTube beleidigt, weil ich Brudi geschrieben habe, weil es ja so eine dumme, wie heißt das, Ausdrucksweise ist. Ich so sogar Bruder. Ich will nicht mit Intellektuell, den ich will nicht einfach gerade nur einen Weg sein, also was willst du von mir? Willst du sagen, so ein Markus Söder?
Markus Söder, Söder-Stream. Aber schon wieder rüber. Ich habe zwar nur drei Bäume gefällt, aber ja. Ja, Ja, gefühlt für also das mich. Spiel, da fehlen ein paar Quality of Life Sachen, aber ansonsten geht es. Es ist ja noch Early Access, also ich bitte dich. Das solltest du nicht immer als Ausrede nehmen. Nein, die können ja noch alle kommen. Was Und mir solange ein die noch. bisschen fehlt, ist alles ganze Zeug aus dem ersten Teil. Und das Bauen ist für mich noch nicht unbedingt das Coolste. Das dauert einfach sehr lange jetzt. Ich meine, ich hatte nie Probleme mit lange Bauen. Ich habe immer sehr lang gebaut. Ich habe sehr viel größeres Zeug gebaut als das hier. Was hast du da gerade platziert? Ich hätte das im Moment, wo das funktioniert hat, und dann ist es auf den. Ich stecke das in den Bodenmodus gegangen. Sollte jetzt klappen. Da kannst du noch durch diese Zipline-Logs erschießen? Ich habe eben hier was durchgeschossen, aber ich glaube, das geht dann dagegen. Also die Zipline hier ist super cool, wie die das jetzt gemacht haben. Im ersten Teil war das ein bisschen anders. Okay, wie machen wir jetzt die zweite Etage? Wo fangen wir an? Cool, das geht. Was machst du da? Ich stehe hier auf dem Lock. Ich hätte nicht gedacht, dass der da noch Kollision hat, dass man da drauf stehen kann. Okay, wie gehen wir jetzt aber die zweite Etage an? Warum ist hier noch ein Baby drin? Ich habe keine Ahnung, werfen Stamm auf das. Das ist zum Beispiel auch cool, dass man das kann mittlerweile. Ich würde sagen, wir machen hier dann irgendwie so einen Stamm hin oder hier. Warte, wie weit konntest du das Überhängen machen? Du kannst drei Überhängen machen, also zwei sind frei, sozusagen. Ja, dann sag doch, hier machen wir Wenn wir dann. hier, warte, wenn wir hier das frei haben möchten, das Also flüchten wir wir ja, müssen ne? erstmal einen hier hin tun und dann können wir hier hin eintun und wir können hier dann nochmal stabilisieren unten drunter. Also dann brauchen wir noch das hier, ne? Ich glaube, muss hier auf jeden Fall einer stehen. Oder soll hier einer stehen? Ne, hier muss sowieso erstmal einer stehen. Ja, aber wo wir die am Ende hinsetzen. Hier? Ich Ja, glaube, hier und ist dann besser, steht am oder? Ende hier einer. Und dann haben wir hier drei frei. Du meinst ja, drei klappt. Müsste, glaube ich. Also mindestens, weil hier sind immer. Ne, zwei. Zwei muss das sein. Zwei muss das sein. Das heißt, wir können. Gut für dich. Warte, ich nehme auch mal zwei wieder. Oder wir setzen anstatt den hier, aber dann müssten wir direkt hier den setzen. Was Hätte habe ich vor? gern Ich habe. diese offene, freie Fläche in der Mitte. Ja. Das Ding ist, ich müsste auf jeden Fall eh noch irgendwie Balken in dem Bereich, damit wir das hochstemmen, weil das wird nicht funktionieren sonst. Man da hier nicht was noch eventuell machen, obwohl das geht auch schlecht. Sei Da denn, man müsste macht da einen halben, glaube ich, drauf. eins, Ja, geht. zwei, dann müsste halt hier mindestens halt einer sein. Außer wir machen. Warte, wie was passiert, wir den die dahin machen? Funktioniert das dann auch? Dass wir die dann eins, zwei und dann. Das müsste funktionieren. Aber ich kann mich doch gerade irren. Also wenn es zwei frei sind. Also hier wäre frei und hier wäre frei. Und hier wäre ja das. Hier wäre. Ne, hier. Warte, warte. Ein wäre frei. Zwei. Das heißt, es müsste hier auch funktionieren, tatsächlich, wenn die so stehen. Das hier wird schon mal klappen. Hier können wir wahrscheinlich generell schon ein Dach drüber Ja, setzen. genau. Hier müsste das schon funktionieren, aber hier müssen wir natürlich. Ja, dann muss ich den hier oben abpacken. Ja. Warum willst du. Ach ja, hier muss erstmal. Damit das funktioniert, muss erstmal da auch einer hin.
Der muss noch tiefer abgehackt werden. Ja, den muss er auch abhacken. Ja, lock du ihn mal ab, ich habe einen Lock in der Hand. So. Sind die welche noch nach draußen gefallen? Dann will ich noch einen holen? Nee. War eben draußen. Ich muss jetzt erstmal die Zipline gleich umstellen. Werf die nicht, das schadet dir. Ich glaube, die hat andere Schäden schon. Kollision ist mir egal. Kannst du machen, dass ein Lock nach oben hängt? Also oben aus dem Teil raus, sodass ich das da reinschießen kann? Muss es ein ganzer so sein? Ich glaube, das geht auch mit dem Kleinen, ne? Nur halt so, dass es. Willst du das so haben oder willst du das ein tiefer ins Haus rein? Das ist. Ich hätte es halt gern im Haus, nicht Ja, das abseits. krieg ich hin. Ich benutze einfach die Lockreste und dann mache ich das hier in dem Pol hier. Wir haben ja hier zwei, drei Lockreste, das sollte ein bisschen gehen. So. Kann ich das nämlich von hier unten aus nach oben schießen? Gehen. Kannst mal hochspringen. Ich will jetzt hier nicht mehr hochspringen. Siehst du das? Und noch ein höher. Von hier aus sehe ich es gerade nicht, aber ich komme einfach rüber. Ich kann noch zwei höher machen, deswegen. Oder kann ich den höher machen? Kannst du auch einfach einen ganzen Lock von dort unten nehmen. Ja, mach ich es auch. Nicht mehr aufbauen. Wie das? So, dann mach ich es so. Ja. So, dann gucke ich mal, dass ich hier jetzt fälle. Dann könntest du nämlich schon mal, Ich hier das Dach drauf machen. ja. Dann okay, ich weiß das Dach. Okay, ich habe ein Problem gefunden und direkt die Lösung dafür. Guck erstmal, ob das jetzt zu dir überhaupt ankommt oder ob das vorher runterfällt. Es kommt an. Fliegt teilweise über das Haus. Ist dann Aber es blöd. kommt an. Einfach hochsenden, Virginia. Der lässt es dir gut gehen. Stirbt am Ende durch die Loks, die da runterfallen. Okay, ich muss ja erstmal die Provisore stehen lassen. Hier könnte halt einfach nichts mehr sein, wenn wir fertig sind. Kann ich auch Provisore stehen hier hinsetzen, ne? Wenn ich hier jetzt mal das erste Viereck habe. Hin? Ist der das Haus geflogen? Die fliegen hier einfach regelmäßig übers Haus. Sehe das nicht. Ich sehe das keine Sorge. So. Also vielleicht fliege ich gleich auch übers Haus, wenn ich zurückkomme. Nicht das? Nicht genau. Warum kann ich ihn dann nicht abnehmen? So.
muss da schon Boden rein, damit ich die hier rausnehmen kann. Eigentlich nicht, oder? Sammelt es jetzt übrigens schon auf, weil das hier ziemlich runterrollt. Ja, wir haben jetzt das zweite Problem, aber es ist besser, als wenn die Dinger was rausfliegen tatsächlich. Guck mal rüber und guck mir das an. Ich bleib hier oben einfach stehen. Ja, das liegt daran, weil ich halt das Ding jetzt dahin gebaut habe, aber sonst sind die halt übers Dach geflogen, müssten draußen auch noch welche stehen tatsächlich. So, kann ich hier schon rausnehmen? Nein, noch nicht. Ich muss hier erst das noch verbinden. Mhm. Daumen hoch, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro, jetzt kommen Bots ab. Sind da noch welche? Ja, wenige. Bei weitem nicht so viel, wie ich hier hingeschossen habe, aber du hast ja auch schon sehr viel hingestellt, also von daher. Den kann ich nicht entfernen. Lass das, den lass die, die musst du stehen lassen, damit das halbwegs symmetrisch aussieht. Damit wir halt. Das muss so sein. Und den schon? Nee, kann ich nicht entfernen. Wir jetzt ein bisschen Symmetrie hier drin haben. Sind die auch aus der Base rausgeflogen? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie kommt mir das ziemlich wenig vor, was hier hinten ankam dann am Ende. Tolles, ich kann auch einfach inmitten der Zipline einfach schon Zeug drüber tun. Also, wenn man das einfach ganz tief in den Wald reinschießt, kann man den ganzen Wald dahinter auch wegmachen. Ich muss nicht zu einem bestimmten Punkt dafür laufen. Wahrscheinlich nicht so optimal, das sollte ich eigentlich eher nach unten machen, damit die nicht rollen können. Also werden wir rollen. Müssen wir nachher auch wegen Deckenbeleuchtung gucken. Keine Wandfackeln oder sowas? Wandfackeln habe ich jetzt nicht verwendet, aber wenn die so sind wie im ersten Teil, dann würde ich die nicht nutzen. Was sind die denn? Weil die Schädellampen, die gehen halt unendlich, da bleibt das Licht halt immer an. Und lass das lieber, weil das kannst du ja nicht wegmachen, ohne es mit zerstörbaren Dingen da zu machen.
das haben die Entwickler nicht bedacht. Dass du keinen Weg hast, das zu entfernen, wenn du es dahin gebaut hast. Außer indem du das ganze Teil dann halt zerstörst. Irgendwie sehr leise im Vergleich zu dem Wind. Ja. What the fuck? Der Wind hat sogar einen Einfluss darauf, wie der Baum fällt. Ja, das ist normalerweise so. Nicht in dem Spiel hier. Anscheinend doch. Muss ich hier nicht rausnehmen? Warum kann ich hier nicht rausnehmen? Bodenbauen ist halt deutlich komplexer. Boden bauen. Der Boden. Obwohl das kann ich wahrscheinlich rausnehmen, wenn ich das ganze Ding rausnehme, aber. Flüster schon wieder. Nee. Ich rede gerade euer mit mir selber. Das ist keine Konversation, wo du dabei sein möchtest. Irgendwie ist Für mich. hier wesentlich weniger als das, was ich am Anfang dann sehe. Meinst du? Als das, was ich hier halt hingeschickt habe. Ja, weil ich mich schon sehr viel reinsetze. Kann ich das so machen? So ist ja. Sollte hier funktionieren, dass ich jetzt hier. Wir müssen hier erstmal das Gitter zukriegen. Ist nur ein, das heißt, es müsste gehen. Ich werde ihn hier rausnehmen können. Wieder dunkel. Was ist das? Virginia hat hier ein totes Eichhörnchen hingelegt und hat sich dann drauf gesetzt. Und das ist doch gegessen oder so. Das ist ja wie ein Nö, Eichhörnchen tot. das kannst du häuten. Das funktioniert so wie ich es vorhabe, bloß wenn würde ich jetzt relativ schnell sehen. Wir können die kleinen Teile dann nutzen, damit wir da einen Stabilisator haben. Jetzt ja genau, das funktioniert. Das freut mich. Freut mich tatsächlich sehr. Ich kann ihn nicht rausnehmen, das heißt, aber ich kann den hier rausnehmen schon mal. So viel rausnehmen, wie es geht. Was mit den beiden hier? Was ist mit den beiden? Die da zwischen Die den müssen wir, können man später, müsste man später rausnehmen können, tatsächlich. Ich meine das hier jetzt. Aber warum kann man das nicht rausnehmen? Weil das noch zur Stabilität dient, dafür müssten hier oben noch vier sein.
Das müsste man gleich rausnehmen können, wenn das hier. Schwabilität. Schwabilität. Wie Chaos, denn er ist so schwabbelig. I have to shave him. Man kann die beiden hier jetzt rausnehmen, ne? Welche beiden? Den hier, den hier. Oh ja, das sieht so gut aus. Jetzt kann man den hier nicht mehr rausnehmen, aber wenn wir hier jetzt noch so einen Stabilisator hin tun, dann wahrscheinlich schon. Ja, aber der muss kleiner sein, dann mach schnell du den mal zurecht, wo ich den Rest. Ich brauche Oder. einen, so einen. Das sieht so auch gut aus. Aber ich sehe auch nichts mehr, das heißt. Hingehen. Funktioniert. So. Kann man wahrscheinlich Und auch hier warum setzt du direkt. denn schon mal den Boden rein? Wir können auch erst die Holzstöcke viel effektiver nutzen, wenn wir erstmal das Gerüst bauen dafür. Das wird doch erstmal viel effektiver. Kann man hier Kommst du runter pennen? gucken? Kommst du pennen? Ich sehe nichts. Warum hat Virginia dir Daumen hoch gegeben? Ich bin halt schon. Warum schläfst du mit Holz? Hast du noch nie mit Holz geschlafen? Nee, ich habe mein Holz mal vorher weggelegt. Ja.